Meine lieben Freunde der angepissten Unterhaltung. Ich bin irgendwann in meinem Leben falsch abgebogen und bei scheiß Apple-Produkten gelandet. Und jeder weiß ganz genau, das fucking Rattenloch öffnet sich, frisst dich und lässt dich nie wieder los. Im Verlauf der letzten 8 Jahre oder so habe ich bestimmt so fucking 10.000 Euro einfach so genommen, batz auf die Marke draufgehauen und zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise drüber nachgedacht, was ich da eigentlich mache. Das hat sich letztens geändert, als ich wahrscheinlich den dümmsten Apple-Kauf aller Zeiten getätigt habe. Kleiner Funfact zu mir, ich kann nicht ohne Kopfhörer existieren. Ich finde es so schon eigentlich eine aggressive Zumutung, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, aber vor allem in Ostdeutschland ist es ohne Kopfhörer, es ist nicht möglich, es geht nicht. Jedes Mal, wenn du einsteigst, hast du irgendwelche Leute, die straight hinter dir sitzen und die gröbste Scheiße quatschen, die du dir vorstellen kannst. Ich kann es nicht. Ich brauche Noise Cancelling, Kinder, Störgeräusche, irgendwelche Geschichten, die Menschen erzählen, you name it. So, ich kann das gar nicht filtern, ich brauche das. Das heißt, wenn Kopfhörer bei mir kaputt gehen oder ich irgendwas davon verliere, was relativ häufig passiert, bin ich komplett gefickt. Als ich damals mein erstes Paar AirPods bekommen habe, so die ganz normalen noch, war es komplett vorbei mit mir. Ich bin direkt drauf hängen geblieben. Ich fand die ultra praktisch. Dieses ganze Wireless-Ding gerade zum Sport hat sich komplett gelohnt. Ich war direkt into it und habe im Verlauf der letzten, ich weiß nicht, seit wann die draußen sind, 3, 4 Jahre oder irgendwie sowas, bestimmt 6 Paar davon verloren. Einfach verloren. Entweder das komplette Paar, ein Kopfhörer, das Case, irgendwas war immer weg und ich musste jedes Mal losrennen wie so ein Dummer und mir neue holen. Habe ich gerne gemacht. Wieso? Weil ich wie so ein fucking Crack-Addict auf diesen Kopfhörern hängen geblieben bin. Letztens dann wieder normale Situation. Ich dachte, gut, okay, entspannt, ich gehe raus, Wetter ist schön, nehme das Case in die Hand, mach das auf, beide Kopfhörer drinne, nehme die Dinger, steck die mir in mein scheiß Ohr rein und der eine rauscht einfach nur noch. Denke ich mir, perfekt, Leute. Ungefähr nach 1,5 Jahren und ich habe es endlich mal geschafft, die so lange zu behalten, geht einfach einer kaputt. Für 300 Euro kann man das mal erwarten, ist überhaupt gar kein Problem. Heißt für mich, ich bin natürlich direkt losgerannt wie so ein Kaputter zum Mediamarkt, ich brauche neue Kopfhörer und stand dann da in der Auslage. Angekommen im Markt hast du eigentlich 3 Optionen. Die erste, die normalen AirPods, direkt raus. Braucht kein Mensch. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich bleibe einfach bei dem Never Change Running System. Ich hole mir jetzt das ungefähr 9. Paar AirPods Pro. Kann man ja mal machen. Hab mir die Dinge angeguckt, 300 Euro und dachte mir so, eieiei, das tut schon langsam weh. Und dann ist es passiert. In dieser dummen kleinen Auslage lächelt mich auf einmal die Box an mit diesen beschissenen On-Ear-Kopfhörern, die ich überall auf Instagram gesehen habe. Und in einem Anflug von finanzieller Selbstüberschätzung und meiner hedonistischen Art und Weise null Impulskontrolle habe ich gesagt, okay, zack, die Dinger packe ich jetzt ein. 600 Euro habe ich ausgegeben. Und ob sich die 600 Euro lohnen, das finden wir jetzt raus. Weiß ich nicht, Digga. Wenn du jetzt Ahnung von Technik hast, ganz genau weißt, worauf muss man achten bei Kopfhörern, verpiss dich direkt. Ist mir egal, was für Schallwellen, wie deinen Körper massieren. Ich bin ein ganz normaler Konsument, habe die jetzt in den letzten 3 Monaten in jeder Lebenslage ausprobiert. Bei Reisen, auf Arbeit, beim Sport, you name it, überall. Und das ist die Perspektive von einem normalen Konsumenten. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Sound an. Für 600 Euro ist es das wert? Und die Antwort ist ganz klar. Natürlich nicht. Ich habe Sennheiser-Kopfhörer ausprobiert, Philips, Marshall, Bose, eigentlich alles mal durchgehört und muss ganz ehrlich sagen, du kriegst für die Hälfte von der Kohle Kopfhörer, die eigentlich genau denselben Sound haben. Natürlich, wenn du die jetzt nimmst, aufsetzt, reinhörst, dir ein anderes Paar nimmst, aufsetzt, reinhörst, du hörst einen kleinen Unterschied mitten in den Höhen, aber das ist keine 300 fucking Euro wert, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das heißt, du hast auf Punkt 1 hier schon mal 300 Euro Minus gemacht. Jetzt muss man aber ganz ehrlich sagen, Apple-Produkte, wir wissen es alle, die scheiß Dinger sind für einen Flex da. Kein Mensch benutzt Apple, weil es jetzt irgendwie technisch das Beste ist, sondern du willst dieses Produkt in der Hand haben, du willst ein bisschen abflexen und da muss man sagen, funktionieren die AirPods Max natürlich am allerbesten. Das ist all over im Internet, jeder kleine Instagrammer hat diese Scheißdinger. Ich natürlich auch, ganz klarer Fall und die machen schon was her. Eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe an dem Design ist, wie kriegen die das hin, dass die auf jeder scheiß Kopfgröße einfach mehr oder weniger gut aussehen. Aber wenn wir jetzt einmal beim Style sind, muss ich hier direkt ein paar Punkte abziehen. Punkt Nummer 1 ist, ja klar, ist cool. Passen auf jedem Kopf, ist natürlich relativ viel. Wenn man jetzt eine Cap nimmt, geht es noch, ist aber schon ein bisschen zu viel.
Der richtige Punkt kommt, aber jetzt ist es Winter, es ist kalt, Junge, ich habe 5 Haare auf dem Kopf, was soll ich machen? Und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der Rand vom Beanie und dieses Kissen liegt so übereinander, dass die gar nicht mehr richtig auf dem Ohr liegen. Das heißt also, Beanie und AirPods ist auf jeden Fall weg. Kritikpunkt Nummer 2, und das ist ein generelles Problem, was man mit On-Ear-Kopfhörern haben kann. Ich habe hier ungefähr ein halbes Kilo Kopfhörer in der Hand. Die nehmen 5 Quadratmeter Platz weg, passen in keine Bauchtasche rein, whatsoever. Du kriegst dieses komische Ledercase hier mitgeliefert, wo die theoretisch reingehören. Aber das bringt dir einfach gar nichts, wenn du draußen unterwegs bist. Jetzt hast du hier 2 Optionen. Entweder du nimmst einen Rucksack, Modesünde Nummer 1, oder du hast halt immer eine Totebag dabei, wo du die reinsteckst. Ansonsten hast du ein Problem, weil du stehst halt immer dann da wie der Erdbeer-Toni und hast die scheiß Kopfhörer in der Hand. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die Viecher haben reingeschissen. Wie ihr vielleicht alle wisst, ich muss ein Abführerofen werden. Ich baller 4-mal die Woche ins Fitnessstudio, stell diesen ostdeutschen Atzenkörper bis zum Get-No und natürlich trage ich Kopfhörer im Gym. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn die Dinger auf deinem Ohr sitzen und du so wie ich, wie so ein Hängengebliebener am Kopf schwitzt, sammelt sich der Schweiß natürlich in den Kissen. Die Dinger sind nicht aus Kunstleder, sondern das ist hier irgendwie so ein Polyester-Scheißdreck-Gemisch. Das heißt, der Schweiß saugt sich da rein und wie das bei Sportklamotten auch ist, nach ungefähr 6, 7, 8, 9 Sportsessions fangen die Viecher an zu stinken und du musst sie sauber machen. Problem Nummer 2 dabei ist, nach ungefähr einer halben Stunde Sport sammelt sich hier in diesem Gehörding, sammelt sich das Kondenswasser bzw. dein Schweiß und du musst sie nach jedem Training auf jeden Fall auswischen. Ich weiß nicht, ob die davon kaputt gehen, aber es ist definitiv unconvenient as fuck. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen. 600 Euro, davon gehen 300 Euro für Sound drauf, 300 Euro für einen Flex. Wenn man so rechnen will, kann man das so machen. Praktikabel? Nicht wirklich. On-Ear-Kopfhörer, eigentlich immer so ein Ding, wo ich sage, jetzt nachdem ich die 3 Monate benutzt habe, ist wie ein Zweitwagen. Na klar kannst du die Dinger gut benutzen, die eignen sich sehr gut fürs Reisen, die eignen sich sehr gut fürs Arbeiten, eignen sich so medium gut für den Sport, aber so im Everyday Life, wenn man unterwegs ist, wenn ich abends feiern gehe, im Club, wenn ich in eine Bar gehe oder irgendwas, habe ich halt immer diesen Klotz mit dabei und muss irgendwie schauen, was ich damit mache. Meine Empfehlung für euch, also ganz klar, wenn ihr die Kohle über habt und wirklich das Geld scheißt und noch ein zweites Paar Kopfhörer, was ihr so überall mit hinnehmen könnt, dann kann man das schon mal machen. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, holt euch die Dinger nicht, lohnt sich nicht, wünscht euch die auch nicht zu Weihnachten oder irgendwas. Es ist rausgeschmissene Kohle, ihr kriegt für ein bisschen weniger Geld auf jeden Fall ähnlich gute, wenn nicht genauso gute Kopfhörer, die vielleicht keine AirPods sind, die vielleicht auch nicht so stylisch aussehen, aber am Ende, Digga, ist scheißegal, hol dir halt irgendwelche Kopfhörer, die gut für den Sound sind. Und dann passt es auch.